Ja, ist mir eine Freude, den Omid anzukündigen. Lieber Omid, du hast ja heute etwas vorbereitet für eine große Anzahl an Patienten, die wir bisher immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten einzuordnen im refraktiven Spektrum, nämlich die Presbyopietherapie beim Phakenauge. Und wirst sie auch auflösen nachher, da bin ich mal gespannt, dass du ja auch selbst damit etwas näher zu tun hattest, persönlich mit dieser Chirurgie. Ja, vielen Dank, Georg. Und das Thema Presbyopie erscheint im Nachgang zu dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, möglicherweise als Luxusproblem. Gleichwohl, Sie alle kennen den Traum, den dieser ehrenwerte Mensch geträumt hat. Und möge er in Frieden ruhen. Mein Traum war durchaus sehr viel bescheidener. Der hat was mit dem Älterwerden zu tun und dem Rebellieren dagegen, ganz so schlimm wie es der Simone de Beauvoir gegangen ist, geht es mir nicht. Aber trotzdem wollte ich nicht hinnehmen, Lesebrille tragen zu müssen. Das war etwas, was mir widerstrebt hat und wo ich mich nicht mit anfreunden und zufrieden geben konnte. Was also war zu tun? Wir haben Leidensgenossen mit Georg Gerten, Holger Lubatschowski und Uwe Oberheide. Wir sind alle in etwa gleich alt. Ich bin der Älteste von den Herrschaften hier und durfte also voranschreiten. Jedenfalls war unsere Überlegung die, und das war 2003, 2004, wir behandeln die Presbyopie dort, wo sie entsteht, im Linsenkern. Denn tatsächlich ist es so, dass die Ursache der Presbyopie in der Trias der Akkommodation, also Konvergenz, Pupillenkonstriktion und Ziliarkörpermuskelkonstriktion, dass die Ursache der Presbyopie die Verhärtung, die Sklerose des Linsenkernes ist. Das heißt, wenn man den Linsenkern mit dem Femtosekundenlaser würde behandeln können in einer Form, dass man wieder Elastizität herstellt, dann könnte man die Presbyopie an der Ursache packen und auch entsprechend dann dort behandeln. Und so ging das los. Wir haben Geräte entwickelt, untersucht, in vitro, in vivo, bis wir soweit waren, dass wir die ersten Untersuchungen am Menschen genehmigt bekommen haben. Das waren Sicherheitsstudien. Und dann folgte eine große klinische Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Bochum und der Universität Rostock, an der 58 Augen behandelt werden durften zur Behandlung der Presbyopie, die Femtosekundenlaser Lentotomie. Und Patienten waren alles Patienten, die eigentlich für den refraktiven Linsenaustausch indiziert waren und zu uns gekommen waren und denen wir diese Methode vorgeschlagen haben, die Studienteilnahme an einem Auge, als möglicherweise eine Behandlungsmethode, die die refraktiven Linsenaustausch überflüssig macht. Sie sehen hier, das ist eine typische refraktive Behandlung mit einer peripheren Behandlungszone und einer zentralen optischen Zone. Und diese Läsionen, die mit dem Laser gesetzt werden, sind nicht einfach Schnitte. Das sind dreidimensionale Gittermuster, so eine Art Wabenstruktur, die dann eine Art Knautschzone darstellt, die die Linse wieder beweglich machen soll oder beweglicher machen soll. Wir sehen hier den Verlauf, einen Tag postoperativ diese typischen Blasen, und dazu muss man sagen, der Femtosekundenlaser arbeitet hier im Submikrojoule-Bereich, verschwinden im Laufe der Zeit. Man hat einige Monate nach der Behandlung, kann man noch ahnen, wo die Läsionen waren. Die wichtigste Erkenntnis aber zunächst einmal auch, dass die Tieruntersuchungen sich bestätigt haben, wir induzieren keine Katarakt. Wir behandeln die Linse, ohne dass wir eine Katarakt induzieren. Der Linsenkern bleibt klar. Und tatsächlich haben wir in den entscheidenden Subgruppen auch Erfolge erzielen können. Akkommodationsanstieg bis zu 2 Dioptrien in den Augen, die am stärksten betroffen waren, nämlich die eine Restakkommodationsamplitude von weniger als einer Dioptrien hatten, war das Verfahren erfolgreich. Allerdings, und jetzt kommt die Einschränkung, wir haben festgestellt, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Zahlen dieser Effekt begleitet war durch einen Hyper-Open-Shift. Das heißt, wir haben die Linse flexibler gemacht, aber gleichzeitig hyperopisieren die Patienten, was natürlich den refraktiven Erfolg dann zunichte macht. Was ist die Ursache? Warum verändert sich die Refraktion der Gestalt? Ist es eine Brechungsindexveränderung des Linsenkernes, also verändert sich das Gewebe in einer Form, dass es das Licht anders bricht, oder verändern wir die Form der Linse? Das war die Frage. Wir sind wieder zurückgegangen in die finite Elemente-Simulation, haben uns das angeschaut, und tatsächlich ist es so, dass wir auch die Linsenform insgesamt verändert haben in einer Form, die eben den refraktiven Erfolg ad absurdum geführt hat, in der Form, dass die Linse insgesamt etwas dicker geworden ist, im Zentrum etwas flacher, in der Peripherie etwas dicker. Das war also ein
frustranes Erlebnis. In der Zwischenzeit sind 10, 15 Jahre vergangen. Ich bin Jahrgang 60 und das war mein Befund jetzt in diesem Jahr. Ich zeige Ihnen das und jetzt fängt meine Geschichte an. Inzwischen war ich nicht nur Presbyop, sondern wie viele meiner Leidensgenossen auch Hyperop. Plus 1,5 Größenordnung. Was macht man in so einer Situation? Welche Optionen hat man? Was kann man machen, um einen solchen Sehfehler zu korrigieren? Ich teile dieses Leid mit etwa 40% der Bevölkerung, die Emmetrop oder Hyperop ist und Presbyop wird. Ja. Und welche Optionen haben wir? Wir haben die Möglichkeit, mit dem Laser an der Hornhaut etwas zu tun. Wir können theoretisch phake Linsen implantieren, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und wir können einen refraktiven Linsenaustausch durchführen. All diese Optionen gibt es und in Zeiten von Facebook und Instagram habe ich natürlich erstmal auf Facebook gepostet und meine Kollegen, die ja auch zahlreich dort vertreten sind, einfach mal gefragt. Ich habe also meinen Fall dargestellt und habe gefragt, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Ich bin Ende 50, das sind meine Werte, macht doch mal Vorschläge. Und da, die Resonanz war außerordentlich groß und hier die Kollegen meinten zum Beispiel, ja, Linsenaustausch, refraktiver Linsenaustausch mit Ende 50, ziemlich klar, EDOF-Linsen. Der andere Kollege meinte Panoptics, trifokale Linsen, das wäre die richtige Lösung in so einer Situation. Also ein refraktiver Linsenaustausch war der Vorschlag hier. Nun, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und tatsächlich sind meine Linsen noch sehr, sehr klar. Ich habe einen sehr guten Visus bis zu 1,6 best korrigiert und mein Vater, den habe ich am Grauen Star operiert, da war der 82. Da hatte der noch einen Visus von 0,6. Also dachte ich, auch meine Mutter ist sehr alt gewesen, als wir einen Grauen Star operiert haben, dachte ich mir, genetisch habe ich vielleicht das Zeug dazu, relativ alt zu werden mit einer klaren Linse. Und mein Glaskörper haftet auch noch an. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass das Auge biologisch noch einigermaßen jung ist. Und ich habe eben nicht diese Symptome, die typisch für das dysfunktionale Linsensyndrom ist. Es gibt ja diese Phase zwischen der Presbyopie und der Katarakt, wo der Visus zunehmend schlechter wird, die Symptome immer zunehmen, aber der Patient, der Definition nach noch keinen grauen Star hat, aber eigentlich schon leidet und einen langen Leidensweg auch vor sich hat. Da spricht man von dysfunktionalem Lenz-Syndrom. Das habe ich nicht. Hinzu kommt, dass meine Glaskörperfunktion noch intakt war, auch anatomisch, sodass dieses Verfahren für mich erstmal nicht in Frage gekommen ist, zumal eben auch der refraktive Linsenaustausch, und das dürfen wir auch nie vergessen, durchaus komplikationsbehaftet sein kann, insbesondere dann, wenn wir myope Patienten behandeln. Ja? Für diese myopen Patienten, da gibt es inzwischen aber eben die Alternative, dass man phake Linsen implantiert, um Zeit zu gewinnen, vor dem refraktiven Linsenaustausch. Das sind multifokale phake Linsen, die dann bei Patienten, die sagen wir mal zwischen 48 und 58 Jahre alt sind, dem Patienten Zeit schenken, bevor er darüber nachdenkt, eventuell doch einen Linsenaustausch durchführen zu lassen. Was ist der Hintergrund hier? Muss man natürlich den Patienten darüber aufklären. Je älter der Patient bei der Implantation einer phaken Linse ist, desto schneller kommt die Katarakt. Das wissen die Patienten nach dem Aufklärungsgespräch, aber bei einem 55-jährigen minus 7 Dioptrien myopen Patienten, der auch schon ein dysfunktionales Linsensyndrom hat, können diese 3 bis 5 Jahre, bis er 60 oder 62 oder 63 ist, die Zeit geben, die er braucht, um entsprechend den Glaskörper so vorzubereiten, dass man sicherer die Linse operieren kann. Also es ist ein intermediäres Verfahren. Bei mir hätte das auch nicht funktioniert. Meine Vorderkammer war zu flach. Ich bin Hyperop, 2,8 mm. 3 mm braucht man, damit man eine solche Linse implantieren kann. Also kam für mich auch nicht in Frage. Ja, Dan Reinstein und Damien Gatinel, einige der führenden Laserchirurgen, haben gesagt, mach das bloß nicht, keine Linse, mach Laser. Und beim Laser machst du Monovision und passt den Q-Wert, also die Aspherizität der Hornhaut entsprechend an. Und jetzt muss man natürlich bei der Mikromonovision daran denken, dass es ein Verfahren ist, das Grenzen hat in der klassischen Form. Nämlich oft ist die Mikromonovision nur tolerierbar bis zu einer Anisometropie von etwa einer Dioptrien. Man hat Stereoprobleme, man hat Nachtsehprobleme. Also das sind Dinge, die wollte ich natürlich nicht haben. Aber wir haben im Laufe der Jahre sehr viele Patienten mit Mikromonovision und Laser
behandelt. Und der Hintergrund ist der, dass wir dort etwas anders vorgehen, als dass wir einfach nur eine einfache Monovision herstellen. Der Hintergrund ist dergestalt, dass wir uns die Asphärizität des Auges anschauen und die in besonderer Weise ausnutzen, um eine Überblendung von Nah- und Fernauge in einer Weise zu gestalten, dass eben die Anisometropie nicht so sehr störend ist und die Schärfentiefe des jeweils behandelten Auges sich verbessert. Biologisch, evolutionär betrachtet, befinden wir uns Menschen irgendwo dazwischen, was die Asphärizität angeht. Und die Asphärizität ist eben auch eine Funktion des Nutzens des Auges, wie wir es einsetzen. Wir Menschen haben, wenn man die Asphärizität als Q-Wert definiert, betrachtet algorithmisch, dann haben wir in etwa in der Mitte einen Q-Wert von minus 0,2. Und vernünftigerweise kann man den Q-Wert so modulieren, dass man auf etwa minus 0,6, minus 0,5 das Auge einstellt und so die Schärfentiefe in einer Form verbessert, dass eben auch das Lesen sich entsprechend einstellt. Und das ist hier nochmal dargestellt. Ohne sphärische Apparationen haben wir tatsächlich einen distinkten scharfen Fokus. Mit sphärischen Apparationen ist es eher ein Zirkel, ein Kreis der geringsten Konfusion. Im Effekt ist entsprechend die Schärfentiefe mit sphärischen Aberrationen deutlich besser und man hat eine Schärfentiefe, die das Lesen auch dann entsprechend in besonderer Weise unterstützt. Bei der Anwendung mittels LASIK zählt natürlich der binokulare Visus. Wir kennen das aus der Kataraktchirurgie. Wenn der Patient sagt, ich sehe aber rechts viel besser als links, dann ist es oft so, dass das zweite Auge auf die Nähe eingestellt worden ist. Dann erklärt man das dem Patienten, dass er eben nicht links und rechts unterschiedlich prüfen sollte, sondern das Gesamtergebnis entsprechend zählt und auch da noch eine Summation der Informationen stattfindet und das Gehirn daraus ein vernünftiges Bild zu kreieren imstande ist. Ich möchte Ihnen jetzt dieses Video noch zeigen. Vielleicht können wir das kurz anlaufen. Ich ja, das ist jetzt meine Geschichte. Eine Woche her. Da habe ich mir die Augen lasern lassen von meinem lieben Kollegen Karl. Robert ist hier bei uns in der Augenklinik am Neumarkt. Es war schon verrückt. Also ich habe zwischen 9 Uhr und halb 2 selber 10 Patienten behandelt, gelasert. Es lief alles wunderbar. Ja, und die Nummer 11 war ich dann. Willst du einmal gucken hier? Ja, ich gucke die ganze Zeit. Total faszinierend. Ich kann lesen. Ohne Lesebrille. Hier, guck mal, das ist ganz, ganz klein gedruckt. Also das ist ja alles, das ist ja leicht. Aber hier, sei es nun immer weitere Entfernungen bis zu den Sternen, andere Galaxien, an immer kleineren Maßstäben hinein. Das ist Wahnsinn. Das Tolle dabei ist eben, dass ich auch in der Ferne gut gucken kann. Also dieses Stufenlose von der Ferne über Bildschirmarbeit bis in die Nähe, das ist schon richtig toll und das eigentlich mit einer einfachen Augenlaserbehandlung. Das geht, das funktioniert. Ja, wie sieht es denn aus auf der anderen Seite? Ja, also es war wirklich ein Erlebnis. Ich meine, wir haben uns immer mal wieder selber drunter gelegt, aber das war ja jetzt in echt, ja, ohne Netz und doppelten Boden. Das war schon beeindruckend und ja, ich muss sagen, mal abgesehen davon, dass du das wirklich, wirklich gut gemacht hast, ich habe nichts gespürt, war es aber auch so, dass es eine gewisse Anstrengung erfordert, aber absolut lösbar ist. Also man kann dem wirklich gut folgen. Es tut nicht weh, es ist nicht beängstigend. Es ist so ziemlich bunt, ja, so flächenmäßig, disco-mäßig teilweise, aber nicht unangenehm. Es ist ganz besonders irgendwie. Mhm. Und dann wird ja die Seite gewechselt, dann geht es unter dem Excimer-Laser weiter. Genau, da bin ich ja kurz eingeschlafen. Ja. Ja, diese Lichter, die haben so eine hypnotische Wirkung. Ja. Also blink, ja. Blink, blink. Ja, und man muss ja eigentlich auch nichts Besonderes leisten als Patient. Und das Wichtigste ist, dass man sich einfach da ruhig hinlegt. Und die Kontrolle dem ja, Chirurgen. Ja, wir haben natürlich gleich reden, weil ja, wir machen das Thema am Tag. Ja. Patient hat das nie erlebt. Also das ist schon eine Herausforderung für den Patienten, der das nicht kennt. Ja, ja, also am Auge operiert zu werden. Wir sehen das jeden Tag. Also ich habe da, muss ich sagen,
viel, viel gelernt daraus, dass man nochmal einen anderen Zugang hat zu seinen Patienten. Und da werde ich mich auch in Zukunft noch stärker darauf einstellen können. Ja, das ist schon mal so Jägerzweifel. Schützt und befeuchtet die Augenoberfläche, das geht auch. Die genauen Rosshinweise, Tommy, wir sind hier da, also selbst das kleine Hammer. Ja, vielen Dank an der Stelle auch Schaar für den schönen Film. Karl, du hast das wirklich super gemacht und das war ein tolles Erlebnis. Wir wollen Sie natürlich wissen, was ist daraus geworden, und ich will Ihnen nur den Befund jetzt zwei Monate später. Das ist der Befund jetzt zwei Monate später, und tatsächlich habe ich eine Anisometropie von 2 Dioptrien. Ja, das wird noch regredieren, das wissen wir bei der Behandlung der Hyperopie. Also ich bin noch ein bisschen von da entfernt, wo ich hin will, nämlich 0 und 1,75. Und das Interessante ist, dass ich mit dem myopen Auge so gut auch in der Ferne sehen kann. Und das hat damit zu tun, dass wir die Aspherizität entsprechend auf minus 0,6 optimiert haben. Das heißt, die Schärfentiefe auf dem Auge ist ausgesprochen gut. Allerdings merke ich das nachts beim Autofahren. Ich habe auf dem myopen Auge mehr Halus als auf dem emmetropen Auge, und ich kann diese sphärischen Aberrationen regelrecht wahrnehmen. Also ich kann die sogar skalieren. Mittlerweile ist es so, dass ich nachts beim Autofahren kaum mehr Probleme habe, und ich gehe mal davon aus, wenn ich nächstes Jahr dann die Einjahresergebnisse von mir Ihnen berichten darf, dass ich hoffentlich bei hier 0 und hier bei 1,75 liege und immer noch einigermaßen gut lesen kann. Karl, vielen Dank nochmal. Tatsächlich ist es so, dass ich nicht der einzige Refraktivchirurg bin, der sich die Augen lasern lässt. Fakt, und das ist eine Erhebung, die gemacht worden ist, Augenärzte, die selber refraktive Chirurgie betreiben, lassen sich 4-mal häufiger die Augen lasern als die Normalbevölkerung. Also das ist eine Mehr- und ein Mythos. Augenärzte lassen sich nicht lasern, das stimmt einfach nicht. Das ist ein Vorurteil. Ja, insofern möchte ich Ihnen noch dieses Bonmot von Nelson Mandela ans Herz legen, und diese wunderschöne Sonnenbrille, die Sie hier sehen, die habe ich tatsächlich 1993 geschenkt bekommen zur Praxiseinrichtung meiner ersten Praxis. Das ist eine Sonnenbrille ohne Stärke, die ich endlich wieder aus der Schublade rausholen durfte und aufsetzen durfte. Und heute kann ich Sonnenbrillen tragen, wie ich will, ohne Stärke. Ich kann die mir kaufen, ich kann die in die Schublade tun, und ich finde es wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Omid. Vielleicht bleibst du noch einen Moment oben. Ist ja Wahnsinn, was ihr so in meinem Urlaub alles macht. Also ich bin ganz beeindruckt, muss ich sagen. Eine Frage, die gerade aufkam, habt ihr es vorher mit Kontaktlinsen, hast du es mal ausprobiert, wie die Anisometropie ist vorher? Ja, also ich habe bis zu einer Dioptrie nur vertragen. Ich habe das natürlich ausprobiert, aber ich wusste, dass wir die Kontaktlinsensimulation nicht, auch die Brillensimulation, nicht 1:1 vergleichen können. Also das ist ja eine Punktabbildung bei der Kontaktlinse mit einem sehr scharfen Fokus. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Schärfentiefe besser ist. Also der Range, den ich mit dem myopen Auge wahrnehmen kann, ist so groß, dass eben tatsächlich eine Überblendung stattfindet und die Wahrnehmung für mich subjektiv dergestalt ist, dass ich diese hohe Anisometropie überhaupt nicht als störend empfinde. Das ist wirklich interessant, wie das funktioniert. Und das hat möglicherweise auch physiologisch damit zu tun, dass durch diese sphärische Aberration ein der natürlichen Akkommodation sehr ähnlicher dynamischer Prozess stattfindet unter Wahrnehmungsbedingungen wie bei der normalen Akkommodation. Nur, dass wir eben hier einen Wechsel von dem einen zum anderen Auge haben.